unter meiner Haut gibt's Hoffen und Verstehen. Boris Steinberg, Chansonsänger, Texter, Buchautor, ist seit nunmehr 15 Jahren auf allen großen und kleinen Bühnen unterwegs. Im Berlin der 90er Jahre ersang er sich seinen festen Platz in der neuen Berliner Chansonszene und prägte diese bis heute mit. Alles begann jedoch 1992 mit dem ersten Fernsehauftritt im ZDF-Fernsehgarten, damals noch als Kabarettsänger. Der Junge wirkt auf dich wohl spanisch, jedoch aus dir macht er sich gar nicht. Also bitte guck doch nicht immer nach dem Tango-Spieler hin, was ist schon dran an Argentinien? Die Berliner Zeitung feierte ihn als Berliner Geheimtipp. Die ARD-Nachtschwärmer porträtierten ihn mehrmals. Die heutige Chanson-Szene arbeitet nicht mehr so klassisch im Sinne Klavier und Gesang und greift auch nicht mehr so viel auf älteres Material zurück, sondern jeder hat eigene Texte und musikalisch entwickelt sich eigentlich immer mehr in Richtung Popmusik. Seit Mitte der 90er Jahre schreibt er seine Texte selbst, besingt insgesamt 7 CDs. Seine Songs Fallschirmspringer und Unter meiner Haut werden zu heimlichen Radiohits. Und 10 Jahre lang veranstaltet er das größte deutschsprachige Chansonfest, das Chansonfest Berlin. Boris Steinberg setzte sich 2006 für die Quotenregelung deutschsprachiger Musik im Radio ein und ist auch ganz allgemein für das Genre Chanson aktiv. Ja, jetzt gibt es nämlich ein Buch. Was kommt als nächstes? Also jetzt haben wir schon Schauspieler, Synchronsprecher, Chansonnier oder Sänger, wie man will. Jetzt ein Buch. Ein bewegtes Leben. Ziemlich rastlos, ja? Ach nee, also eigentlich geht es ja um das, was ich die letzten Jahre als Sänger getan habe, um Chanson. Also das ist so eine Zusammenfassung meiner Atemzüge als Chansonsänger sozusagen. Wie lebt es sich denn in Deutschland als Chansonnier? Gut, feudal, kärglich? Hungerkünstler? Eine bunte Mischung aus allem. Also es gibt solche und solche Phasen. Es gibt Städte, da ist Chanson angesagt. Dann gibt es Regionen, da ist Comedy mehr angesagt, also der Ruhrpott. Man muss so seine Nischen, seine Städte, seine Theater finden. 2008 erscheint sein erstes Buch, Alles Chanson. Ab Herbst 2009 präsentiert er sein neues Konzertprogramm und er organisiert auch wieder ein Chansonfest, nämlich die Brandenburger Chansontage. Bei Boris Steinberg ist alles Chanson. Unter meiner Haut gibt's keine Grenzen.